retten. Deswegen mein ganz großer Rat an alle, die tatsächlich Beauty-affin unter euch, die was machen wollen, sucht euch tatsächlich euren Dienstleister sehr gut aus, lasst euch Zertifikate zeigen, lasst euch Bilder zeigen, geht nicht nach dem Preis, sondern tatsächlich nach der Qualifikation. Nach dem Logo Adam and Eve. Ja, am besten dann natürlich nach Adam and Eve. Aber darum geht es ja gar nicht. Ich will gar nicht behaupten, dass wir die Besten sind. Ich glaube, da draußen sind sehr, sehr viele gute Kosmetiker auch unterwegs, aber da draußen ist auch tatsächlich ganz, ganz viel Müll unterwegs. Und für den Kunden gibt es leider von der staatlichen Seite keinen Schutz. Wie war das bei euch? Da gab es wahrscheinlich auch mega viele rechtliche Barrieren, besonders jetzt mit Körperkontakt und solchen Sachen, oder? Wenn man das im Gesicht von einer anderen Person macht? Durch Corona. Echt? Jetzt erst? Ja, es gibt so, du hast Hygienegrundlagen, die dich tatsächlich sehr steuern in der Beauty. Es ist sehr viel Hygiene, also sehr viel Sauberkeit natürlich auch können und Achtsamkeit mit den Produkten, die du arbeitest. Aber ob das rechtlich wirklich alles so abgesaved ist, in der Form, wie du dir das vorstellst, wie zum Beispiel bei solchen Themen, ist, glaube ich, die Rechtslage klarer als wie im Dienstleistungsbereich generell. Das liegt nicht nur für die Kosmetik, ich denke auch alle anderen Dienstleister werden viel dazu erzählen können, was auf dieser Ebene passiert. Ja, weil ich hätte mich jetzt gefragt, weil ich weiß, wie es in der Medizin passiert, und sobald du nur den Patienten berührst quasi, bist du schon für 1000 Sachen haftbar, du musst auf 1000 Sachen achten. Deshalb hätte ich mich jetzt gefragt, irgendwie, es muss doch wahrscheinlich irgendwie eine Ausbildung und alles geben, irgendwie, die jetzt gewährleistet, dass du perfekt mit deinem Kunden umgehen kannst, die jetzt gewährleistet, dass du da irgendwie nicht, weiß ich nicht, während du, keine Ahnung, ihm die Augenbrauen zupfst, irgendwie was Falsches machst und ihm die Haut wegreißt zum Beispiel. Solche Sachen, also muss doch geben. Ich würde dich gerne beruhigen, indem ich dir sage, das ist wirklich so. Leider Gottes ist der Beruf der Kosmetikerin kein geschützt. Nicht geschützt, ne? Ja, darauf wollte ich nicht. Tatsächlich wirklich nicht. Es ist, wenn man sich mal überlegt, mit was für Produkten, Säuren, Geräten, Maschinen man auf dem freien Markt tatsächlich beschaffen kann und einkaufen kann, ist ganz legal. Du brauchst einen 3-Tage-Kurs, um dich als Kosmetikerin zu betiteln, und darfst Fruchtsäuren anwenden, die tatsächlich komplett die Haut wegätzen können. Viele der Möglichkeiten, die du da hast, sind tatsächlich für dich frei, offen, zugänglich. Das gilt auch für diese ganzen Permanentgeschichten, Tätowiergeschichten. Also du gehst tatsächlich an die Haut, an den Körper. Ja, Permanent Make-up, sagt euch das was? Das ist so eine dauerhafte Make-up-Geschichte fürs Gesicht. Auch das ist tatsächlich, musst du nicht mal einen Kurs machen. Du musst es nicht. Also du kriegst die Geräte auf freien Markt, du kriegst die Flüssigkeiten auf freien Markt und du kannst ganz unverhindert arbeiten. Deswegen mein ganz großer Rat an alle, die tatsächlich Beauty-affin unter euch, die was machen wollen, sucht euch tatsächlich euren Dienstleister sehr gut aus, lasst euch Zertifikate zeigen, lasst euch Bilder zeigen, geht nicht nach dem Preis, sondern tatsächlich nach der Qualifikation. Nach dem Logo Adam and Eve. Ja, am besten dann natürlich nach Adam and Eve. Aber darum geht es ja gar nicht. Ich will gar nicht behaupten, dass wir die Besten sind. Ich glaube, da draußen sind sehr, sehr viele gute Kosmetiker auch unterwegs. Aber da draußen ist auch tatsächlich ganz, ganz viel Müll unterwegs. Und für den Kunden gibt es leider von der staatlichen Seite keinen Schutz. Also wir reden, es gibt Verbraucherschutz, der schützt dich über Preise, die nicht ausgeführt sind. Aber gegen sowas bist du echt nicht geschützt. Das ist wirklich ein unfassbares Trauerspiel, muss man einfach so sagen. Das ist mega seltsam. Auch zum Beispiel bei diesem permanenten Make-up. Geht das da unter die Haut? Ja. Was? Ja, ist wie bei Tätowieren. Ja, aber zum Beispiel... Ein Tätowierer muss auch keine Lizenz, der muss auch keine... Was soll er denn... Echt? Wusstest du das nicht? Ey, witzig. Was? Nein, ich wusste das nicht. Ich dachte, die brauchen sowas von Lizenzen. Nein, weil sobald du eine Spritze setzt, eine Spritze setzt, selbst wenn da nichts drin ist, da musst du mega irgendwie 1000 Sachen erfüllen und du musst irgendwie da eine Ausbildung haben und nicht jeder darf das machen, nicht jeder du darf Du solltest spritzen. Eine Ausbildung haben, tatsächlich solltest du, und das toll wäre auch, wenn du eine Zertifizierung hast, aber es ist nicht verpflichtend in Deutschland. Krass. Es gibt keinen Schutz an der Stelle. Also jeder, der denkt, dass jemand, der eine Tätowiermaschine in der Hand hat und 3 Jahre eine coole Ausbildung gemacht hat und gelernt hat, macht da gerade tatsächlich Trugschluss, stimmt so nicht. Man denkt ja, Deutschland ist alles so
alles so alles strukturiert und alles so safe und dieser Bereich ist wirklich gar nicht null, zero abgesaved.